Genau wie in der Liebe. Prost! 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 Auf die Zukunft! Auf die glückliche Zukunft! Ich möchte gerne etwas sagen. Bravo, bravo. Unser lieber Doktor wird eine Rede. Mann, eine Rede kann keine Rede sein. Ich wollte mir nur erlauben, würdest du einmal mit mir tanzen? Gerne. Gestatten Sie. Zum Tanzen aufgefordert, wenn Sie gar nicht tanzen können. Ich kann ja tanzen, aber mich stört die Musik und so viele Bewegungen. Spüren Sie denn gar nicht den Rhythmus und wie das prickelt? Nein, bei mir prickelt es nicht. So, dann müssen Sie nicht tanzen. Aber anders. Ja, wie anders? So. Na und, das ist doch kein Tanzen. Doch, das ist der einzige Tanz, wo man miteinander sprechen kann. Ich habe Ihnen so viel zu sagen. Viel? Ja. Ja, dann wollen wir lieber im Sitzen tanzen. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Nöhring wird in der Halle verlangt. Dr. Nöhring sitzt da drüben. Ich war so unglücklich, als Sie damals von mir fortgingen. So sehr lieben Sie mich? Ja, so sehr liebte ich Sie. Und dann weiß man oft in seiner Verzweiflung gar nicht, was man tut. Ja, mir ging es genauso. Man sucht eben Trost. Ja. Ja, und wenn in solch kritischem Augenblick jemand kommt, dann hält man sich an ihn fest. Ich habe mich auch festgehalten. Und dann sehen Sie, und dann werden Sie doch auch wissen... Georg, man sucht dich draußen. Du möchtest in die Halle kommen. Wer sucht mich? Das weiß ich nicht, aber es ist sehr wichtig. Ja, entschuldigen Sie. Darf ich bitten? Ich tanze nicht. Umso besser. Ich muss Ihnen was sagen. Endlich. Ich meine, Sie auch? Ja, etwas sehr Wichtiges. Ja. Oh, verzeihen Sie bitte die Störung. Entschuldigen Sie bitte. Auf